Das sollte die letzte erreichbare Erinnerung sein. Deaktiviere die Sprache für alle außer Johnny. Fertig, schnappen wir ihn uns. Die Position in der Zeitleiste lässt sich jederzeit mit dem Mauszeiger im oberen Bildschirmbereich anzeigen. Wir uns entscheiden, wo wir hinwollen? Ich denke nicht, oder? Das ist ein bisschen komisch. Okay, hier kommen wir nicht rein. Dann gehen wir mal runter. Von ihm beschrieben, sicher jetzt erst. Okay, also irgendwie. Johnny. Was für eine schöne Überraschung. Wir haben hier selten Besuch. Mein Name ist Dr. Eva Rosaline und das ist Dr. von Matterhorn. Dr. Lorenzo von Matterhorn. Was labert er? Dr. Neil Watts. Ist Ihnen der Name Sigmund Agency for Life Generation läufig? Oh, also Sie beide sind von der Agentur? Das trifft sich gut. Ich habe gerade überlegt, Sie anzurufen. Lilly, bring uns bitte etwas Tee. Lilly? Nun, um genau zu sein, haben Sie uns bereits angerufen. Wir sind hier, um unseren Vertrag aus der nahen Zukunft zu erfüllen. Und vorsichtig, wenn Sie von der Klippe stürzen, müssen wir diese Erinnerung neu laden. Deine Zunge, Nils. Zeig etwas Respekt. Das ist nur ein Programm. Ich weiß, aber es ist seine letzte erreichbare Erinnerung und wir brauchen seine Hilfe. Im schlimmsten Fall laden wir sie einfach neu. Warum sollten wir damit Zeit verschwenden? Sie... Sie sind hier, um mich zum Mond zu bringen, nicht wahr? Ja, John. Mein Leben ist eigentlich ganz gut verlaufen. Nicht gut genug, wie es aussieht. Also, können Sie das? Können Sie mich zum Mond bringen? Wir nicht, aber Sie selbst können das vielleicht. Warum wollen Sie dorthin? Ich weiß es nicht. Keine Sorge, Sie können es uns ruhig sagen. Wir müssen es wissen, damit wir Ihnen helfen können. Wollen Sie den Ruhm?
besseres Geld. Es muss doch einen Grund geben. Tut mir leid, ich weiß es wirklich nicht. Ich will es einfach. Ich weiß jetzt schon, dass ich diesen Auftrag hassen werde. Nun gut, Johnny, ich erkläre Ihnen, was wir tun werden. Wir müssen in Ihre Kindheitserinnerung gelangen. Die liegt weit zurück und zu weit für einen einzigen Erinnerungssprung. Deshalb werden wir schrittweise durch Ihre Erinnerungen in die Vergangenheit reisen. Sie haben uns dafür in naher Zukunft schon die Erlaubnis gegeben. Sobald wir einen direkten Zugang zu Ihren Kindheitserinnerungen hergestellt haben, kehren wir hierher zurück. Dann kommt der Moment, an dem Sie uns helfen müssen, Ihre Kindheit so zu beeinflussen, dass Sie später Astronaut werden. Oder sich einen Riesenkatapult besorgen. Klar ist aber, Sie müssen mehr dafür tun, als "ich weiß es nicht" zu sagen. Solange Sie mich zum Mond bringen, werde ich tun, was ich kann. Gut. Folgendes: Um in die Vergangenheit zu springen, brauchen wir ein Memento, ein Gegenstand, der für Sie einen hohen Erinnerungswert hat. Haben Sie da etwas für uns? Das sollte gehen. Nun, sollen wir? Ladies first. Notiz: Mond erhalten. Wir müssen zuerst das Memento vorbereiten. Memento vervollständigen. Kugeln anklicken, um Elemente zu drehen. Was? Memento vervollständigen. Alles klar, haben wir ja schon gemacht. Das Memento kann jetzt zum Gedächtnissprung aktiviert werden. Aktivieren. Moment, was ist mit meiner Privatsphäre? Wir versuchen, sie so wenig wie möglich zu verletzen. Aber meistens lässt es sich nicht ganz vermeiden. Das Schnabeltier. Schalte Sichtbarkeit und Interaktivität ab. Es wäre nervig, gesehen zu werden. Ja, zufrieden. Mein Gott, was sollen bloß diese ganzen Hasen? Da kriege ich eine Gänsehaut. Wir hätten vorher in seiner Akte nach psychopathischen Veranlagungen schauen sollen. Hat er mich gehört? Das ist möglich. Nee, unmöglich. Es ist wahrscheinlich nur ein Teil seiner Erinnerung. Dann bleibe ich bei meiner Argumentation. Wie auch immer, hör auf zu quatschen und finde ein Memento, das uns hier wegbringt. Bist du nicht was Besonderes? Hast zwei Farben, während all deine Kollegen aussehen, als hätten sie in Bleichmittel gebadet? Wie bitte? Du glaubst wohl, du bist besonders gruselig? Nun ja, da stimme ich dir zu. Haben wir sonst irgendwas? Können wir mit ihm? Nee. Mit dem Schirm. Die Uhr läuft, aber man hat kein Ticken. Uhr erhalten. Alles klar. Was?
Okay, also wir müssen hoch. Ein alter geflickter Rucksack. Stammt der aus der Steinzeit? Das werden wir gleich herausfinden. Bah, ich hasse dieses Zeug. Ich auch. Was gibt es daran zu hassen? Es sind eingelegte Oliven. Genau das. Des Kaisers neue Kleider von Hans Christian Andersen. Oh, schönes Märchen. Lass es. Wenn wir ihm unsere Anwesenheit in jeder Erinnerung neu erklären müssen, drehe ich durch. Ich führe mich nicht in Versuchung. Alles klar, dann gehen wir. Kommen wir hier. Okay, eins brauchen wir noch. Ich glaube, dann geht's kaputt. Irgendwas. Nein, einfach nein. Können wir hier nicht irgendwas? Es fehlt noch ein einziges. Kommen wir raus? Nein, können wir nicht. Ich weiß nicht, hier ist doch sonst nichts, oder bin ich doof? Mir diese Oliven, den Rucksack, was sonst, das Märchen, hier haben wir auch irgendwas, und, warte, ne, halt, war nicht eben irgendwas, scheinbar nicht, schade, wäre auch zu schön gewesen. Okay. Was zum... Was war das? Was? Genau davon. Ab jetzt übernehme ich das Zerschmettern von Barrieren. Ich mag Regen lieber, wenn er durch mich statt auf mich fällt. Mir macht er so oder so nichts aus.
Scheint so, als würden diese Erinnerungssprünge immer nur einen kleinen Zeitraum überbrücken. Wir müssen ein passendes Memento finden, sonst brauchen wir noch Ewigkeiten. Ach, genieß doch einfach die Landschaft. Ach Mensch. Kommen wir überhaupt hier hin? Ne? Tja, Gedanken. Ernsthaft? Dieses Tier sollte nicht das Recht haben zu existieren. Die Welt ist nicht groß genug für zwei von eurer Sorte. Haben wir noch irgendwas? Wie du, so kann auch ich nun jeden Tag auf sie aufpassen. Sie wird nicht mehr allein sein. Ich werde vielleicht niemals verstehen, warum, aber ich habe deinen Wunsch erfüllt. Ich bin sicher auch, Anja ist dir dankbar. Aber wenn ich fort bin, wer wird dann über uns wachen? Eva, ich komme nur zufällig vorbei. War sie ihre Frau? Ja, ihr Name war River. Ein außergewöhnlicher Name. Das hätte nicht passieren müssen. Sie hätte es nicht tun müssen. Aber Sie würden es nicht verstehen. Ich verstehe ja nicht einmal selbst. Oh, ich habe Gänsehaut. Das Spiel ist toll. Anja erhalten. Was? Wurde auch Zeit, dass du auftauchst. Ich dachte schon, du wärst von der Klippe gefallen. Was hast du getrieben? Den Ausblick genossen, was sonst? Fortschritte gemacht? Große Fortschritte, riesig, dinosaurierartig. Ziemlich einsam hier. Es ist ein Leuchtturm, was hast du erwartet? Ich mag Watts nicht. Wie auch immer, wir sehen uns auf der anderen Seite. Die Barriere musst du diesmal selbst durchbrechen. Viel Spaß! Ich würde gerne mit ihm reden, kann ich nicht mit ihm reden? Schau. Na dann geht's los. Gleich. Okay. Okay.
Aktivieren.